Bullseye. Das sieht nice aus, wa? Gentlemen. For now. Now it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were on to something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck east of the Grizzlies and out of money. And a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Mal gucken, ob das funktioniert, wa? Just look around you. Das sieht schon cool aus hier. Das sieht schon wirklich cool aus. Its consolations. Gentlemen, I'm going to head into the Wie habt ihr das sogar geantwortet, Daniel? You know, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Also, es ist noch was geschickt. Dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather around. Quickly now. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Daniel Maldini. Now get out there and see what you can find. Daniel Maldini vor Partys am Belgrad, habe ich gehört. Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember. Guck mal, unsere erste Stadt vielleicht, die wir mal besuchen können. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp... Dann immer die ist was für überall. Slice. Spende im Lager Geld und Wertsachen, um Munition, Nahrungsmittel und sonstigen Lebensbedarf zu verbessern. Lagerbedarf, Entschuldigung. Okay, wie geht das? Ob das dann wirklich auch optisch geupgradet wird? Ob er dann vielleicht mal so eine Hütte haben und schon zählt? Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. Im Zelt kannst du dich umziehen, dich rasieren, schlafen oder Waffen im Waffenkoffer. Na gut, das ist halt die Base, das Zelt, ne? Kapitel 2, Horse Show Overlook. Gang Gang, Kapitel 1. Check. Ein paar Wochen später. Rode east into some pretty enough country called the Heartlands. Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. Is this Dutch? His eyes are sparkling once more. I can see he's thinking a little happier. Gehabt, oder nicht? I think we all feel a little happier. Sind wir das? Das sind wir. Ach, wir haben wieder ins Tagebuch geschrieben, deswegen. Oh Gott. Arthur. Arthur. Jose. Jose mit dem Jose Tay. Quite a day. Let's hope so. Ich finde es merkwürdig, dass das Kerne heißt. Ich weiß nicht, warum. Bill, Charles und Javier. Und Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy. Ich glaube, wir haben einige Aufgaben, die wir machen können. Würde er uns damit sagen. There's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. Natürlich. Natürlich. Kompendium aktualisiert, Kamera. Guck mal sofort an. Fortschritt, wir gucken uns da nochmal kurz durch. Kompendium 16 jetzt. Push it real good.
Ausrüstung, Fische. Okay, wir gucken, angeln gucken wir auch gleich mal, ne? Hier gibt es halt jetzt einiges. Wie weit sind wir jetzt gekommen? Ach, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, also wir haben hier irgendwas. Horseshoe Overlook. Da ist der Onkel, das ist der Alte, ne? Haben wir einige Sachen. Wir haben hier Essen. Wir haben hier Vorräte, Lagerkasse, medizinische Vor. Denken Sie jetzt, okay, da unten ist Reverend Swanson. Da oben haben wir Javi Escuela, das sind Wellen. Ah, guck mal, das ist woanders noch, der Reverend Swanson. Hosea hat dir gesagt, dass Swanson unten beim Bahnhof am See etwas gefunden hat. Und Escuela ist oben in Valentine. Das ist die Stadt, von der geredet hat. Das ist dieses Wanted-Ding, oder? Wahrscheinlich wieder? Genau, Postkutsche. Nee, Postkutsche. Das sieht also aus wie dieser Pfosten, wo wir die Wanteds verkaufen konnten. Weiß ich da dran. Und da oben waren wir vorher. Okay. Aber sind neue Sachen anscheinend. Können wir mal gucken, ob und wie das vielleicht dann map-technisch an Blackwater anschließt. Die reden viel von Blackwater. Ich vermute, dass Blackwater irgendwann nochmal eine Rolle spielen wird. Aber ich weiß es halt nicht. Habe leider Kopfhörer kaputt gemacht, war 300 Euro wert. Das ist schlecht. Das würde ich vielleicht nicht machen. Ostwärts, als das Wetter wieder beständig ist, kommt die Bande mit neuer Kraft aus den Bergen und am Horseshoe Overlook ihr Lager aufzuschlagen. Sammle Javier ein, wenn du nach Horseshoe Overlook fährst. Schließe die Mission unter 6 Minuten ab. Ah, wir haben Javier nicht eingesammelt. Anscheinend. Deshalb haben wir den nur in Silber. Okay. Es gibt immer. Hallo, Dutch. Okay, der kann noch. Wir können noch. Dings um. Ich glaube, wir sind frei, will er uns sagen. Wieso verfolgt er mich? Können wir den Brief lesen? Nee. Doch, können wir untersuchen. Lesen. Mollys Gedicht. UI Breach. Ich war ein Mädchen. Oh Gott, nee, wir lesen jetzt kein Gedicht. Also, Dave, was geht an? Wunderschön. Boah, ich. Okay, das ist gerade ein bisschen Overload hier. Am Lager, bin ich ehrlich. Munition, Vorräte, Arzneien kannst du im Lager finden. Yes. Yes, hier gibt es Essen. Theoretisch. Essen, das ich anscheinend nicht essen. Doch, kann ich essen. Schüssel, Eintopf. Nehmen wir uns, wir haben Hunger. Abfahrt. Pierce Gott jeden Tag Eintopf. Okay. Jawohl, weggescheppert. Zack, genau, den Teller lassen wir auf dem Boden liegen. Ja, perfekt. Ja, super. Super. Nehmen. Oh, Bierflasche. Komm, Bierchen geht auch noch, oder? Ach, das ist der neue Dude. Das ist der neue. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Guti, zu dem können wir das Fleisch bringen. Ne? Das hier ist Pearson. Da vorne gibt es Arznei. Und da vorne ist die Lagerkasse. Können wir mal hingucken. Theoretisch können wir doch wahrscheinlich schon was reinwerfen. Ein bisschen was haben wir gesammelt unterwegs, ne? Beitrag leisten. Wir empfehlen. Was ist davon? Ist das die Kasse? Geld spenden. Wie viel habe ich jetzt? Habe ich jetzt 24,53 oder 23,41 oder beides? Ne, 24. Okay, warte. Guck mal einfach mal. Wir spenden mal einen Dollar. Arznei? Hm. $1 spenden. Okay, das oben ist die Kasse. Das oben ist die Kasse. Das unten ist unseres. Okay. Gegenstand spenden. Was können wir denn spenden? Oh, damn, guck mal. Goldene Taschenuhr. Guck, wir spenden die Taschenuhr. So sind wir. Dann müssen wir unser Geld nicht aufwenden. Aber haben die Taschenuhr gespendet. Zählt das jetzt direkt als Geld? Ja. Guck mal, wir sind der krasseste hier. So, Munition können wir mal gucken. Weiß nicht, ob wir das hier auffüllen können. Also ob wir, wobei wir da, glaube ich, ganz gut ausgestattet sind tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt müssten. Und dann würde ich tatsächlich gerne nochmal nach den
Tierchen gucken und so. So, wo wir ein bisschen was jagen können. Haben wir unseren Bogen dabei? Okay. Lager, Werkzeug. Ne, wir müssen zum Pferd. Wo ist denn unser Pferd? Ferdi? Ja, aber ich könnte die auch selber verkaufen ansonsten. Das ist so mein Ding. Alternativ kann ich die selbst... Was ist das für ein Sack? Ich kann den aufheben, aber wo soll ich ihn hinlegen? Hallo, musst du irgendwo hin? Zu Pearsons Wagen. Natürlich, natürlich, mach mal. Ich bin ja gar nicht so. Ja, nee, aber ich dachte halt einfach, ne, vielleicht... können wir den... Das soll ich einfach verkaufen, haben wir selber mehr Geld. Ist das Mais? Maybe. Pearson, hallo, ich bring dir Zeug hier. Hier hin? Ne, da hinten drauf wahrscheinlich, ne? Ja, kein Ding. Okay, könnten wir hier ablegen, theoretisch. Oder halt auf dem Wagen. Bitteschön. Guck mal, haben wir 5 Ansehen und Ehre oder so. Ehre und Ansehen. Komm, dann holen wir den anderen auch noch eben. Im Einsatz sind wir aber schneller gelaufen, wa? Morgen. Klingt noch 3 Säcke, oder? Da drüben auch noch einer. Hosea. Der Eimer. Ist der Eimer auch zu dem, oder was? Kann ich beides nehmen? Fülle den Wassereimer auf. Aber wo? Wollen wir Wasser? Ich weiß nicht, wo wir Wasser haben, bin ich ehrlich. Wir tragen den Sack wieder rüber. So, mal gucken, wo wir Wasser haben. Oh, können wir hier würfeln? Würfelt ihr? Nein? Okay, schade. Wir müssen die Stadt und Würfelpoker spielen oder sowas. Boah, können wir die Musik ausmachen? Ganz ehrlich. Holy shit, Alter. Können wir, oder irgendwas ordentliches anmachen oder so? Das ist ja schrecklich. Hallo, Pearson. Ich weiß gar nicht, warum ich so nett zu dem bin. Der war irgendwie komisch, aber gut. Bin ja gar nicht so. So, der muss hier. Was an dem... Wie soll ich denn an dem Sack bitte mich verschlucken? Können wir die Hühner hier jagen? Rein hypothetisch? Hallo? Muss man euch schlachten? Ein Silberdollar. Ist das das Huhn? Fell, Geschwindigkeit? Hä? Heißt das Huhn so? Okay, wo ist denn mein Pferd? Wo ist denn mein Pferd? Ist das meins? Das ist meins, oder? Yes. Bräuchte das Lasso eigentlich? Nee, ich glaube, hier im Lager kann ich das allgemein nicht, so wie es aussieht, ne? Aber ich habe hier kein Waffen... Arsenal. Okay, komm, wir gucken uns mal um. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Karte. Ich weiß nicht, in welche Richtung eigentlich, ist egal. Guck mal, hier gibt es Kräuter anscheinend. Kann das sein? Komm, wir gehen mal in die Richtung. Da können wir vielleicht ein paar Kräuter finden. Vielleicht ein paar Tierchen finden oder so. Für Kompendium. Ich entschuldige mich schon mal im Voraus, ne? Guck mal, ein Adler. So, kann ich den erst untersuchen? Rupfen. Dirk mal Weißkopfseeadler. Ja. Huch, wollte ich gar nicht. Falsche Taste. Direkt mit den kleinen Sachen losgeht. Aber nicht untersucht, okay. Können wir die untersuchen, während die tot sind? Oder müssen wir die lebend untersuchen? Aber das fehlt mir jetzt beim Weißkopfseeadler und beim Dingsy. Ich kann ihn aufheben und dann ablegen. Kann ich aufs Pferd legen? Ja, verstanden. Liegt der jetzt hinten drauf? Ne, der hängt da. Okay. Okay. Haben wir noch mehr?
Und wo dann erkennen wir die Kräuter? Müssen wir auch noch rausfinden. Schwungfedern haben wir. Guck mal, das können wir doch vielleicht sammeln. Das hier? Das sieht doch gut aus. Nee? Okay. Okay, das mit den Kräutern müssen wir noch rausfinden. Weiß nicht, ob die auf der Map markiert sind oder so. Werden wir aber sehen. Ach, guck mal. Heartlands New Han. Wir sind in Hannover. Wir sind in Neu-Hannover. Das ist ja crazy. War das ein Puma? Oder war das der Wind? Also ein Puma wäre crazy. Ist irgendwo Tierchen? Was habe ich da gehört? Was habe ich da gehört? Ach, guck mal. Also ich höre das Bellen da drüben. Ich weiß ja nicht, ob es ein Hund von uns ist oder ein Kojote, weil so weit sind wir vom Lager nicht entfernt. Tatsächlich. New York ist auch von New Amsterdam damals. Ja, war so ein gängiges Ding damals, das halt nach vorhandenen Städten zu binden. Also gerade Amerika. Oder halt Kolonien wahrscheinlich generell. Könnt ihr nicht so viel Lärm machen, bitte? Das wäre cool. Das wäre cool. Das hört sich schon nach einem Puma an da hinten, oder? Ist der erwischt? Wahrscheinlich nicht. Ein bisschen weit oben, wa? Ein bisschen weit oben. Pflanzen und Kräuter, die du pflücken kannst, werden hervorgegeben, wenn du Adler... Okay, muss ich dafür Adlerauge nehmen? Maybe. Okay, das ist auf jeden Fall eine Spur. Eine Fährte. Geh nochmal eine Fährte hinterher. Ist natürlich nicht, was da kommt. Ob das jetzt ein Hirsch ist, ob das... Weiß ich nicht was, ne? Da vorne sieht das halt sehr nach Kräutern aus, irgendwie. Ich höre es immer noch fauchen, bin ich ehrlich. Guck mal. Dann war ich vorhin doch richtig mit den anderen Kräutern wahrscheinlich. Tatsächlich. Vom unbekanntes Tier, dann... Ja gut, entweder sind es halt andere Hirsche. Und deswegen unbekannt. Kann ich die jetzt einsammeln? Messer? Maybe? Mit der Hand? Help? Ja, ich sehe die Kräuter. Brauche ich dafür irgendein Werkzeug, das ich nicht habe? Dynamit. Jagdmesser. Oh. Na gut, wir folgen jetzt erstmal der Fährte weiter. Okay, jetzt hört sich so an, als wäre der unten der Puma. Was natürlich potenziell gut wäre. Ist das da vorne? Im Gebüsch? Ich seh nix. Ist auch über Kräuter. Ist es das, was wir... Oh. Was findet man auf den Bars? Nur wenn man dann sucht. Ist das ein Wolf? Ne, das ist ein Fuchs, oder? Ist das ein Fuchs? Ich weiß es nicht. Was bist du? Das ist ein Fuchs wahrscheinlich. Oder ein kleiner Wolf. Sieht es vom Bau her eher aus wie ein Wolf, aber das wäre ein kleiner.
Kojote. Ready. Duty, ich wünsche dir einen angenehmen Abend. Enjoy the bath. Bis die Tage. Oder später oder whenever. Ah, guck mal, da kommt doch schon Pferde. Da kommt doch schon Pferde. Komm her. Oh Gott. Das. Dieser Dinge. So, verstauen. Zack. Können wir vielleicht den Rest jetzt auch noch mitnehmen, oder? Warte mal, da war doch irgendwas zu untersuchen. Sammeln und untersuchen. Ein Pilz. Wir haben einen Pilz gefunden. Let's go. Einen Maronenröhrling. California Valley Coyote. Könnt ihr den auch verstehen? Yes. Fertig, bei dir ist noch alles gut, ne? Du kannst schon noch tragen, oder? Ach, guck mal, jetzt geht's doch, wenn ich davor stehe, ohne Adlerauge. Interesting. Indianer-Tabak. Das ist wahrscheinlich das andere, was wir da vorhin auch schon gefunden hatten, ne? Das rote da vorne, was auch immer das ist. Was habt ihr denn? Das ist doch ein Truthahn, oder? Ja, ich hätte natürlich den anderen gleich mitnehmen können, aber ich will jetzt erstmal ein paar verschiedene, tatsächlich. Kräuterkenner, 1 von 6. Let's go. Let's go. Gott, wie weit ist denn der jetzt runtergerutscht? Sonst unten jetzt nicht gleich der Puma angreift, lol. Häuten. Ein Vogel. Das ist doch ein Truthahn, oder? Safe ist das ein Truthahn. Ja, östlicher Wildtruthahn. So. Ferdi. Das ist doch neben dem Adler, ist doch noch Platz, oder? Austauschen. Nee, nicht austauschen. Ah, guck mal auf der anderen Seite. Okay, dann reiten wir es vielleicht mal zurück. Ansonsten war gerade Vögel oder so, haben wir jetzt nicht unbedingt einen Platz gerade. Ich möchte mich ehrlich gesagt nicht mit dem Puma anlegen. Gut, dann gucken wir, dass wir da zurückkommen. Aber ich glaube, ich möchte oben umgehen. Ja! Ach guck mal, das ist sogar die, wenn wir Offroad quasi reiten, gestrichelt markiert zumindest. Das war ja letztes Mal gar nicht, ne? Da ist halt die Ding erst erkannt, wenn der. Okay, hier kann man nicht. Da hat man halt die Straße dann erst erkannt, wenn man halt an der Straße war. Macht das Sinn? Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube. So, dann können wir mal zu Pearson. Da sollten wir jetzt ein bisschen was für die Allgemeinheit gesucht und gefunden haben, wa? Guck mal, das hier ist sehr gelb. Ist das hier Kräuter? Anscheinend nicht. Ich glaube jetzt mal, weil es nicht leuchtet, sind es auch keine Kräuter, die wir einsammeln können, ne? Ich weiß nicht, ob das true ist, aber bisher haben wir ja alles markiert gesehen, was wir hätten sammeln können. Ich weiß immer noch nicht, was hier der offizielle Weg ist, ne? Alles gut, bin nur ich. Das war Hosea, war das. Hosea. Guck mal, da war wirklich. Da waren Würfel. Domino kann nicht spielen. Hey, hey, Paddy! Bleib hier. Kann ich noch mehr tragen? Nee. Ich muss das mal kurz so.
Dingsy bedingt, glaube ich. Zu Dudi. Wie heißt denn der? Ich weiß es nicht. Pearson. Hallo. Pearson, wo soll ich dir das hinlegen? Da auf dem Tisch, da nebenhin. Da, wahrscheinlich, oder? Spenden. You know, these hides and furs can also be done up into coats and boots and such. Ach, guck mal, jetzt können wir die alle. Das ist auch doch so ein Pferd, das glaube ich, ne? Kadaver. 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 Wildvogelfleisch. Vogelfleisch. Knorpeliges Fischfilet. Hä? Wo soll ich denn das hier haben? Wo hab ich denn Fischfilet her? Guck mal, da, sehniges Fleisch haben wir ein bisschen zu viel. Spenden wir mal zwei, weil wir da sowieso quasi voll haben. Ja. Zack. Guck mal, ist das Zeug vom Pferd jetzt abgeladen? War das tatsächlich mit dabei? Guck mal kurz. Ist ein Ausrufezeichen, wieso gibt es hier ein Ausrufezeichen? Weil es cool dann hat, maybe? Hallo Jack. Hallo Jack. Also die Tiere sind weg. Das Fell liegt halt noch da. Aber also das Fell scheint nicht zu stören. Da haben wir gerade den Wolf auch drauf gelegt. Okay. Im Guten weist leichte Schäden auf, kann verkauft werden. Naja, können wir das in die Kasse legen dann? Weil das jetzt quasi auch wieder einen Wert hat. Oder müssen wir das potenziell dann wirklich bei einem, weiß ich nicht, bei so einem, wie heißt denn das, so einem Gerber oder so verkaufen? Guck mal, die Musik ist aus. Das ist ja herrlich. Das ist so angenehm jetzt. Kasse. Eintrag leisten. So, wo war das? Gegenstand. Ne, Fell ist da nicht dabei. Das Fell ist da nicht dabei. Ach komm. Was soll der Geist? Wir sind gut. Gameplay-Veränderung. Die Steuerung ist tatsächlich sehr ähnlich. Da ist gar nicht so viel verändert, wo ich dachte, ne, vielleicht ist das ein bisschen anders oder so. Gerade das mit dem Laufen, mit dem X-Spammen ist ein bisschen näher. So lala. Und sonst ist halt alles... Ich meine, du merkst halt, dass das alles ein bisschen Next Generation ist, sag ich mal. Dass das alles ein bisschen abgesteppt wurde. Aber... So im Großen und Ganzen ist das halt einfach nur Red Dead Redemption 1 on Drugs, wenn du so willst. Einfach ein bisschen hübscher, ein bisschen moderner, ein bisschen vielfältiger. Sind es nicht so viele grundlegende Veränderungen, glaube ich, tatsächlich. Aber halt alles ein bisschen irgendwie angenehmer. So. Okay, wir spielen jetzt Domino. Ich habe noch nie offiziell Domino gespielt, glaube ich. Nach 1 bis 3 Sessions? Okay. Okay, wir legen eine... Warte mal, wir können eine 6-4 legen, weil wir haben beide 6 und 4, ne? Zack. Legen. Legen. Okay, der legt an der 6 an. Jetzt können wir auch beides. Wir legen jetzt die 4. Nee. Ja. Warte, ich kann auch... Kann ich nicht drehen? Da, so. Zack. Okay, ist das jetzt ein Joker hinten? Nee, das ist ein Block, oder? Können wir das hier anlegen? Ja, doch. Oder ist eine 1? Das könnte eine 1 sein. Nee, ist nicht eine 1. Ach, guck mal, der kann schon gar nicht. Das ist ja wild. Hm. Habe ich jetzt gewonnen? Hey, wir haben gewonnen. Let's go! Nee, er hat gewonnen. Hä, was? Ich bin verwirrt. Okay, wir gucken nochmal. Wir hat noch weniger... Ah, weil wir weniger Wert... der hatte weniger Wert auf seinen Stein, oder? Das ging jetzt gar nicht um die Anzahl der Steine, sondern was wie viele Augen auf den Stein waren, glaube ich, oder? Kann das? Wir gucken nochmal. Wieso geht es ja eigentlich nicht um Geld? Bonus.
Okay, wir spielen den Doppel-Sechser, weil das wären viele Punkte, ne? Wenn das jetzt die Augenzahlen sind, die am Ende zählen. 6 und 1. Dann machen wir 6 und 0. Zack. 5 oder 1? 5 oder 1? Machen wir 5 und 4? Also müssen wir, wir können sowieso nur den legen, ne? Eine 4 hätten wir nämlich. Leg an die 1, leg an die 1. Jawohl. So, das Ding ist, jetzt muss halt eine 3 oder eine 2 spielen, damit wir können. Oder eine 0. Ja, jetzt können wir auch nicht mehr, oder? Aber wir haben halt jetzt nur... Wir haben noch 3 Sterne übrig. Aha, guck, genau, jetzt, wir haben 11, der hat 21, weil wir jetzt die Hohen zuerst gespielt haben. Ja. Okay, ich verstehe. Wir spielen noch eine Runde, wir müssen den überholen noch. Come on. Ich verstehe. Wir haben verstanden, wir ziehen den jetzt ab. Komm, Stein aus dem Weg. Ich dachte, wenn man nicht kann, muss man ziehen oder so, weil ja Steine übrig sind. So. 6 und 5. 5 haben wir, 6 haben wir, easy. Wir können auf beiden Seiten anlegen. No problem. Und ist ein hoher Wert. Zack. Wieso fangen eigentlich immer wir an? Okay, 5. Dann machen wir 5 und 3. Dann können wir immer noch auf beiden Seiten anlegen. Rechts die 6, okay. Links die 3. Okay. Nee, das ist 5 und 4. Okay. Ändert aber im Prinzip nichts. Zack. 4, 3. Zack. 3, 1. Guck mal. 1, 5. 5 können wir nämlich auch noch. Ha. Das Ding ist, dass wir für den Stein spielen. So oder so. Und so oder so können wir danach nicht weitermachen. Je nachdem, was er anlegt. Der hat jetzt natürlich schon einen mit einer 0 weggelegt. Und die ganze Zeit nicht an die 6 aber angelegt, ne? Zack. Mhm. Dachte mir, dass der nämlich keine 6 hat. Sonst hätte er vielleicht schon mal rechts weitergemacht. Mhm. Ich hätte mal eine Runde, wo wir alle... Bodenlos. Okay. Das ist frech. Der hat ja nichts mehr an... Okay. Okay. Nee, wir müssen ihn überholen. Ah, Blockspiel. Ich glaube... wir müssen 60 Punkte erreichen. Okay, da spielen wir sowieso so weit. Jetzt habe ich das auch nicht so oben verstanden mit der Zielpunktzahl. Ich habe nur Blockspiel gelesen die ganze Zeit. Das Zielpunktzahl habe ich gar nicht gelesen, lol. Ach, jetzt fängt er an, oder was? Mal. Das ist interesting. Eine 6. 6, 5. Weil 5 können wir auch. Und wir haben immer noch eine 6. Und hohe Punktzahl. Okay, die 5er ist weg. 5, 1. Dann könnte man entweder links oder rechts den 6, 1er weglegen. Dann haben wir nämlich quasi den 6er Stein weg. You know? Zack. Wir haben noch ein... Oh Gott, wir können ja noch ewig weitermachen. So, dann kann er nämlich immer noch nicht, weil er keine 0 hat. Und jetzt müssen wir so oder so auf... Ne, wir könnten so oder so auf eine 1 gehen. Warte mal, wir machen mal das. Wenn er keine 2 hat, können wir trotzdem weitermachen. Ich hätte eine 5. Gut, dann so. Loki. Enjoy. Komm, eine 2? Ah, eine 2 oder eine 0 wäre cool gewesen. Da hätten wir mal alle Steine angebracht. Gut. Das haben wir doch aber easy jetzt, oder? Ja, let's go. Aber der führt immer noch. Das ist crazy. Also ich kriege die Punkte, die er noch übrig hat. Ne? Also eigentlich wäre es smarter, meine Punkte wegzukriegen, in case ich kann nicht mehr. Aber auch das schnellstmöglich für ihn zu blocken, damit er noch möglichst viele Steine hat. Okay, wir fangen an. Ja, wird die Doppel-6 noch. 12 Punkte, Abfahrt. Vielleicht hat er einfach keine 6. Imagine. Ich bin sowas von Domino-Profi. 6-2. Machen wir 6-3. Mhm. Okay, 3-5. Guck, wir machen jetzt 5-2, weil wir haben definitiv eine 2. Aber wenn er keine 2 hat, haben wir ihn geblockt. Ach, schade. 2-3. Machen wir 3-1. Okay, 2-0. Dann machen wir da den Doppel-Null und dann können wir jetzt auf beiden Seiten anlegen. Okay, die 6 können wir nicht, aber halt dann die 1 auf der anderen Seite. Das Ding ist, wenn er jetzt legen kann, wird es kritisch. Mhm. Weil wir... wir können den oben... wir können den nicht oben anlegen. Ich dachte, vielleicht können wir den oben an den anderen. Wir haben 4 und er hat...
Let's go. Das war wichtig. Come on. Pizza spielen? Wieso? Hä? Wie? Was? Ah, oh Gott. Ich dachte, wo kommt denn das Pizza her, Digga? Okay, I'm sorry. Hab ich kurz gebraucht. Wir haben wieder eine Double Sex. Die nehmen wir. Zack, Abfahrt. Immer gut, zuerst wegzulegen, glaube ich. Viele Punkte, die weg sind. Okay, 6-0. Dann machen wir die 6-5. Damit haben wir schon mal den Großteil unserer Punkte angebracht. Okay, Double 5. Wir haben keine 5 mehr tatsächlich. Wir können nur auf 4 auf 1 gehen. Können wir danach beides weiterspielen, theoretisch. Also wäre es mir egal. 4-3. Doppel 3. Machen wir so, dann können wir nämlich den 4-1-Schein theoretisch an beide Seiten legen. Okay, der Griff 1-5. 4-2, 4-1 ist für uns egal. Ist für uns völlig egal. Aber der gerade schon mal an 1 angelegt, der wird ja. Vielleicht hat er nicht noch einen zweiten Schein, den er an die 1 anlegen kann. Aber mit 6 haben wir tatsächlich einen halbwegs hohen Stein übrig. Boah! 2 ist bodenlos. 2 Punkte bei 2 Steinen ist bodenlos. Holy shit. Wird ein knappes Ding, du. Das wird ein knappes Ding. Wir brauchen eine gute Runde, damit wir das noch holen. Sag ich, wie ist. You know, I saw some people playing dominoes over at Emerald Ranch. Whatever you say. 5, Doppel 5. Sollen uns recht sein. 5-3. Nehmen wir den mit der Holen. Wir hätten auch die 5-2 nehmen können, um die 6-2 potenziell anzuspielen. 5-4. 3 oder 4 brauchen wir. Dann nehmen wir die 3-2. Dann können wir, wenn er rechts weitermachen würde, könnten wir die 6 spielen. Wir haben aber auch keine 4, ne? Holy shit. Wir haben aber genug 2er. Dann machen wir einfach auf beiden Seiten 2, dann kriegen wir einen Doppel-2er an. Definitiv. Oder die 2-5. Oder die 0-5. Nein, ich muss passen. Guck mal, jetzt können wir nämlich hier die 2-5 spielen. Nee, warte. Nee. Wir spielen hier die 2-2, dann kann er nämlich immer noch nicht. Zack. Und dann kriegen wir nämlich die 2-5 auch noch an. Und da kann er immer noch nicht, weil er rechts schon nicht an die 5 anlegen kann. Sonst hätte ich einen Stein mehr gehabt. Jetzt habe ich nämlich noch 6 Steine, was gar nicht so gut ist tatsächlich. 6 Punkte. 11. Habe ich jetzt 59? Das ist frech. Ah, ihr kriegt meine Steine aber gar nicht, ne? Ich krieg die. Also, meine Punkte sind tatsächlich egal, solange ich gewinne. Solange ich weniger habe. Wer fängt an? Ich. Easy machen wir den. Come on, Doppel 6. Doppel 6, Abfahrt. Trusted Start mit der Doppel 6. 6-3. 6-2. 2-5. Und 3-4. Wobei das gar nicht so clever war. Ich habe weder 4 noch 5. Da muss jetzt irgendwas legen, wo ich anlegen kann. Aber ich habe wenig Punkte, wenn er passen würde. Aber guck mal, jetzt kommen wir wieder. Sehr schön. Sollen die Augenzahlen low bleiben? Ah, guck mal. Jetzt können wir hier auf 2-1 gehen. Wenn er jetzt nicht kann, kriegen wir das erstmal alle Steine weg. Weil jetzt legen wir Doppel-1 an, den kann er logischerweise immer noch nicht, weil er keine 1 konnte. Und dann können wir die 1-3 auch noch legen. Let's go! Da haben wir in der letzten Runde quasi noch geschafft, alle Steine zu legen. Das, was ich die ganze Zeit machen wollte. Come on! Let's go! Come on! Domino-Winner! Goodie. GG's, Hosea. GG's. I'm sorry, wenn das Blut an meinem Mantel ein bisschen stinkt. I'm sorry. Lol. GG's, Mister. Sind das hier auch Kräuter, die man sammeln kann? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht im Lager. Wenn man schon im Lager nicht reiten darf? Nee. Story. 5% Story ist gar nicht so bad, ne? Ich dachte tatsächlich, dass da
dass das vielleicht tricky wird. Herausforderungen. Kräuterkundler haben wir. Pflücke 6 Schafgarben. Okay, aber die Bewertung von 1 bis 10? So, muss ich das ranlegen, eine 1 oder eine 10? Eine 7. Ist eigentlich ganz cool. Ist, glaube ich, was wir reliable gewinnen könnten, wenn wir es spielen. Also besser als Blackjack. Blackjack war ein bisschen anstrengend teilweise. Aber mal gucken, was dann sonst noch so kommt. Hirsche natürlich weiter, ne? Da haben wir noch nichts. Okay, hier ist nur der Kräuterkundler weiter freigeschaltet. Aber wie gesagt, ich weiß ja nicht, was ich da genau sammeln muss. Schafgarben. Sind das dieselben Kräuter oder sind das verschiedene? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ansonsten Kompendium haben wir ein bisschen was. Wir haben immer noch keinen Fisch. Aber wir haben auch noch keine Angel. Aber es wird gefährlich, wenn wir eine Angel haben, bin ich ehrlich. Angeln, je nachdem wie das funktioniert, könnte gefährlich werden. Spielfortschritt 7%, 6 Missionen von, wissen wir nicht. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwann wissen oder ob das einfach für immer ein Fragezeichen bleibt. Ein paar interessante Orte, Zigaretten, boah, Zigarettenbilder-Set, das wird, wenn das kickt, gucken wir mal. 4 von 10 Ausrüstung. 7 von 48 Waffen, 48 Waffen ist auch crazy. 1 von 4 Gesetze, es gibt nur 4? Blackjack anscheinend? Poker, Blackjack, Domino und Five Finger für die, es gibt keinen Würfelpoker. Das ist frech. Und legendäre Tiere. Das ist frech. Kein Würfelpoker. Yes. So, next step. Oh, guck mal, Postmaster, da haben wir auch ein bisschen was. Ein Barbier haben wir hier. Gemischtwarenladen natürlich. Weiterhin. Büchsenmacher, ne? Yes. Einen Saloon. Da wird sicherlich auch was von den Dings zu spielen sein. Ein Hotel und einen Schlachter. Der macht letztendlich das MVP wahrscheinlich. Und eine Aufführung. Oh Gott. Oh Gott, nein. Ich hab ein bisschen Paranoia. J.J. Riggins. Das hat aber sicher nichts mit J.J. Tolkien zu tun, oder? Sicherlich nicht. Alright, aber, wir werden hier einmal saven. Oh Gott, wie viele Speicherplätze. Bruder. Yes, wir wollen auf einem neuen Speicherplatz speichern. Und damit, guck mal, 7,3%. Ortwärts. Das ist aber, wie gesagt, Gesamtspielfortschritt, ne? Oder? Aber es ist auch weird, dass wir Spielfortschritt mehr haben als Story, ne? Wir sind im Gesamtspiel weiter fortgeschritten als nur in der Story. Na gut, weil wir, na ja doch, das kann sein. Wenn wir natürlich im Compendium und so 10% gemacht haben, aber in der Story nur 5%, haben wir im Gesamtspiel trotzdem mehr Progress gemacht, I guess. Ja gut, doch, macht schon Sinn. Yes, aber das ist die erste Session. Red Dead Redemption 2 gewesen. Ich bin noch ein bisschen overwhelmed. Es gibt immer noch viele neue Sachen, ne? Gut, wir sind jetzt noch nicht so deep drin, aber es gibt viele neue Sachen. Ein bisschen was anderes. Kräuter sammeln zum Beispiel ist ein bisschen schwieriger, glaube ich. Potenziell, weiß ich nicht. Mit dem Adlerauge und so. Jagen ist vielleicht ein bisschen schwieriger geworden mit Pfeil und Bogen und dem Anschleichen und so. Wobei wir es auch einfach mal mit dem Revolver versuchen könnten. Vielleicht ist das Jagen tatsächlich potenziell mit dem Revolver ein bisschen einfacher. Nur brauchen wir da halt mehr Munition, I guess. Ist wahrscheinlich so ein 50-50-Ding. Ja. Aber, so far so good.